Was ist das? Mach mich auf. Ist das eine Überraschung? Ach du meine Güte. Ist das ein Babyschleim oder was? Hallo, ich bin Babyschleim. Kümmere dich um mich. Ich bin sehr gefräßig und schelmisch und ich esse gerne. Anleitung: Loben, lieben und verehren. Auf gar keinen Fall. Ein erwachsener Sam ist genug. Josi, ich bin's. Aha, erwischt. Du hast dich ziemlich schnell selbst verraten. Bist du sicher, dass du keinen Minischleim brauchst? Deine Karte war sehr deutlich formuliert. Ich fürchte, dieser Babyschleim würde das ganze Haus zerstören. Obwohl es das frechste Baby der Welt wäre. Da bin ich mir nicht so sicher. Oh, mir fällt kein anderer ein. Oh, wirklich? Nicht mal eine kleine Idee? Ich habe absolut keine Ahnung. Dann komm, ich werde dich vorstellen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Weihnachten um diese Jahreszeit? Lächerlich, ich hasse Weihnachten. Susi, du bist so wie der Grinch. Weihnachten ist das schönste Fest überhaupt. Aber es gibt jemanden, der dir nicht zustimmen würde. Leute, das ist ein echter Grinch. Rettet unser Weihnachten. Heute werden wir eine Puppe, in einen Baby-Grinch verwandeln. Ho, ho, Baby-Grinch sieht gar nicht so mürrisch aus. Wir können Weihnachten noch retten. Zuerst entfernen wir alle Haare der Puppe. Der Grinch hat eine wunderbare Frisur. Wir werden sie von Grund auf neu machen. Hier ist die erste Haarlocke. Ich muss mich umziehen. Bin gleich wieder da. Wow, jetzt hat die Puppe keine Haare mehr. Der Grinch würde es lieben. Lass uns ein Erinnerungsfoto machen. Jo. Es ist gut, dass du nicht mehr mit dieser Puppe spielst, Josi. Ja, lass uns der Puppe ein neues Leben schenken. Ich habe eine kleine Schere mit dabei, um die Wimpern zu entfernen. Dieses Gesicht wird eine freie Fläche für die Gesichtszüge des Baby-Grinch sein. Ich bin so froh, dass wir diese Bastelei heute machen. Ich bin ein echter Grinch-Fan. Oh ja, ihr werdet ein tolles, wirklich freches Paar. Lass uns jetzt ein Gesicht für die Puppe modellieren. Wir verwenden Knetmasse für das Modellieren. Schneller, Susi, sonst erstarrt sie. Sam hat recht. Diese Knetmasse verliert an der frischen Luft ziemlich schnell an Plastizität, Leute. Sammy, ich brauche deinen Rat. Wie würdest du den Look des Grinch beschreiben? Naja, er hat ein katzenhaftes, faltiges Gesicht, eine Stupsnase und jede Menge Fell. Was für eine detaillierte Beschreibung. Wir werden später über das Fell nachdenken und uns zuerst auf seine Augen konzentrieren. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the present. Warte mal, ich will doch Geschenke. Je mehr, desto besser. Und worum ging es dir bei deinem Song? Wir sollten Baby Grinch beibringen, Weihnachten zu lieben. Er wird richtig in Weihnachtsstimmung kommen. Das verspreche ich. Das ergibt Sinn. Was hältst du von diesen grünen Augen? Die gelben sind noch besser. Oh, du hast recht. Gelb sieht viel besser aus. Benutzen wir diese. Kleb die Augen hier hin. Ja, sie passen perfekt. Er ist so ein süßer Fratz. Warum haben sich die Hus überhaupt über ihn lustig gemacht? Obwohl die Hus Weihnachten genauso lieben wie ich, können sie manchmal grausam sein. Ja, also werden wir versuchen, das zu ändern. Unser kleiner Grinch wird so sehr geliebt und verwöhnt werden. Ich habe ein Geschenk für ihn. Ich kann es kaum erwarten, es ihm zu geben. Du kannst es uns zeigen, Sammy. Wir werden ihm nichts verraten. Nein, nein. Der Grinch sollte der Erste sein. Verstecken wir es besser irgendwo. Sammy liebt den Grinch so sehr, dass er bereit ist, für ihn mitten im Jahr Weihnachten zu feiern. Leute, wenn ihr den Grinch auch mögt, gebt diesem Video doch einen Daumen hoch. Ich liebe den Grinch. Lasst uns sein Herz doppelt so groß machen. Und das sind die berühmten Katzenmerkmale des Grinch. Jetzt erinnert er mich ein bisschen an unseren Miezi. Und hier ist die Stupsnase, von der Sam gesprochen hat. Bezaubernd. Ich will auch süß sein. Susi, was denkst du? Sammy, du bist schon süß, wie du bist. Sei einfach du selbst. Danke, Susi. Das sollten wir dem kleinen Grinch öfter sagen. Das finde ich auch. Übrigens sind wir mit der Modellierung seines Gesichts fast fertig. Wenigstens brauchen wir seinen Bauch nicht zu machen. Die Puppe hat schon einen. Sammy, du scheinst es kaum erwarten zu können, auf ihn aufzupassen. Ja, soll ein teuer Babyfutter sein. Das bezweifle ich nicht. Leute, erinnert ihr euch an das ursprüngliche Gesicht der Puppe? Könnt ihr euch vorstellen, dass dies eine ganz normale Babypuppe war? Es ist Zeit, den Grinch anzumalen, Susi.
Er sollte grün sein. Avocado-grün. Uah. Und im Originalbuch war der Grinch schwarz-weiß. Sein ikonisches Grün wurde von Chuck Jones, dem Regisseur der Zeichentrickserie, entworfen. Der Grinch ist 1957 zum ersten Mal in einem Buch erschienen. So viele Generationen von Kindern kennen ihn. Okay, jetzt wird es ein bisschen unordentlich sein. Deshalb haben wir den Tisch abgedeckt, um ihn vor der Farbe zu schützen. Schützen wir auch deine süßen Augen vor Farbe. Und fertig. Ich bin der Grinch, Cindy Lou Vera. Ich lebe in Whoville und who are you? Ich hasse Liebe, ich hasse Spaß. Wenn ich in der Nähe bin, ist Weihnachten vorbei. Das hast du nicht gehört, Baby Grinch. Susi, du bringst ihm schlechte Sachen bei. Tut mir leid, das wollte ich nicht. Das Lied ist einfach ein echter Ohrwurm. Die Puppe sieht dem Grinch immer ähnlicher. Aber der Glatzkopf ist immer noch seltsam. Keine Sorge, um die Haare kümmern wir uns schon bald. Ha, sieh dir diese herrliche Farbe an. Dreh dich um, Mister. Lass uns auch deinen Hinterkopf anmalen. Video für meinen Blog zu machen. Hey, wo ist Baby Grinch? Hier sind wir, Sammy. Ah, Susi, ihr habt mich beide erschreckt. Tut mir leid, wir haben gerade die Grundfarbe fertiggestellt. Es ist die Hauptfarbe, aber das Gesicht sieht immer noch ein bisschen platt aus. Und was willst du dagegen tun? Wir werden einige Schatten hinzufügen, um die Gesichtszüge zu definieren. Wasch. Das ist der zweite Schritt des Einfärbens. Ihr solltet es erst tun, wenn die Basis richtig getrocknet ist. Also gut, fangen wir bei den Augenringen an. Verwendet einen Pinsel, um direkt in die Falten zu malen. Genau so. Hey, das erinnert mich an die Verwandlung zu Baby Yoda, die wir letztes Jahr gemacht haben. Du hast recht. Leute, ihr könnt euch das Video auf unserem Kanal ansehen. Es ist ziemlich cool. Aber bis dahin bleibt dran. Das Ergebnis wird umwerfend sein. Leute, wir sind mit dem Konturieren fast fertig. Lasst uns noch mehr Gas geben. Was denkst du, wird der Grinch seinen neuen Look mögen? Naja, wenn er das nicht tut, wird er das Haus zerstören. Grinches sind wirklich stark. Dann zeige ich ihm den Spiegel besser nicht, bis wir fertig sind. Diese süße kleine Nase braucht auch ein paar Pinselstriche. Hier und hier. Übrigens, weißt du, wo der Grinch einen Gastauftritt hatte? Das ist ein klassischer Weihnachtsfilm, den wir alle kennen. Es war in Kevin allein zu Hause. Die ersten beiden Teile. Leute, mögt ihr diese Filme? Der Grinch ist immer da, wo Unfug stattfindet. Jetzt sieht er noch mürrischer aus. Ach du grüne Neune. Ich fürchte, mein Geschenk wird nicht helfen. Abwarten, Sammy. Und hier sind deine buschigen Augenbrauen. Susi, schau dir meinen Look an. Meine Augen leuchten heller. Sammy, du startest einen neuen Trend. Der Grinch braucht auch solche Wimpern. Hier hast du welche. Ich bin gerade in der richtigen Stimmung. Danke. Hier, bitte sehr. Wow, jetzt erinnern mich seine Augen an Bambi. Und ich sehe in ihnen zukünftige Streiche und Tricks. Nimm dich in Acht, Susi. Das werde ich. Und jetzt? Lasst uns mit seinem Fell arbeiten. Es ist so grün. Aber wir werden mehr Farbtextur hinzufügen. Macht uns nach, Leute. Das Fell wird helle und dunkle Strähnen haben. Genau so. So cool, Susi. Ich will auch Fell färben. Warte. Wir sind ein tolles Team, Sammy. Gut gemacht. Sieh dir diesen sanften Farbübergang an. Ja, wenn wir Weihnachten stehlen wollen, werden wir großartige Diebe. Das habt ihr nicht gehört, Leute. Und jetzt werden wir anfangen, die Haare aufzusetzen. Oh, das wird so viel Spaß machen. Zuerst fügen wir etwas Klebstoff hinzu. Seid sehr vorsichtig. Und jetzt setzen wir sie hier auf und drücken etwas. So. Sag Tschüss! Susi, niemand wird glauben, dass wir einen Baby Grinch gebastelt haben. Das bedeutet, dass wir es sehr gut gemacht haben. Lasst uns weitermachen und seine wilde Frisur fertigstellen. Und der letzte Schliff. Haarspray. Uasch. Das Haar des Grinch sollte hervorstechen. Benutzt ein Spray mit starkem Halt, Leute. Wow, er hat sich das Fell selbst wachsen lassen. Was für ein Spaßvogel. Ich habe flinke Hände, Sammy. Fellstücke an Armen und Beinen,
Und hier ist der kleine Grinch. Unserem Grinch fehlt nur noch ein Babystrampler. Oh, er sieht so niedlich aus. Und da kommt mein Geschenk genau richtig, Susi. Mach es auf. Okay, was ist da drin? Ich bin so aufgeregt, als ob es mein Geschenk wäre. Wow, ein Weihnachtsbaum. Der ist so schön, Sammy. Was sagt ihr dazu, Leute? Ich habe mein Bestes gegeben. Seht euch das an. Ich habe es auf meinem Instagram gepostet. Unsere Basteleien erobern die Welt. Wird der Grinch es lieben oder hassen? Ziehen wir ihn an. Komm schon, Judy. Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. Jetzt geht's los. Keine Zerstörung bis jetzt. Das gibt mir Hoffnung. Vielleicht hat er wirklich angefangen, Weihnachten zu lieben. Juhu, wir haben gewonnen. Du bist so bezaubernd. Hallo, du Süßer. Oh, Sammy, sieh dir seine kleinen Handflächen an. Hallo, Baby Grinch. Weihnachten ist gut. Geschenke stehlen ist schlecht, oder? So. Aua, Susi, er hat mich angespuckt. Er hat wohl doch noch einige schlechte Angewohnheiten. Grinch, das ist Max. Er wird dein bester Freund sein. Ich bin sicher, ihr werdet euch gut verstehen. Hey, ich glaube, er lächelt. Irgendwo tief im Inneren. Stimmt. Heute werden wir gemeinsam Weihnachtsfilme schauen. Juhu, ich bereite das Popcorn vor. Leute, kennt ihr Grinches? Habt Geduld mit ihnen und gebt ihnen viel Liebe. Dann werden ihre Herzen wachsen. Vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu geben. Bis bald, Leute.